Abend. Mein Name ist Antonia Isabella Alb und ich habe euch heute ein paar Gedanken zum Thema Verfehlung im Leben mitgebracht. Wieso Thema Verfehlung im Allgemeinen? Weil ich, um ganz ehrlich zu sein, eine Wahnsinnsangst hatte, heute hier vor euch zu stehen und eben mein Thema zu verfehlen. Doch dann fiel mir zum Glück ein, dass niemand von euch weiß, wovon ich rede. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand bemerken wird, wenn ich mein Thema verfehle. Ich habe einfach mal Ja gesagt, einfach mal nicht nachgedacht, als man mich fragte, ob ich hier mitmachen mag. Habe einfach mal drauf losgeschrieben und dachte mir, ach was, irgendjemand wird mich auch dann noch lieben, wenn ich in der Nacht davor mein Bett einnässe oder heute hier stehe und meine Rede vergesse. Die Anmeldefrist habe ich auch verpasst. Was für ein Anfang, typisch ich. Habe 2-3 Wochen sinnlos Gedanken verpasst, was für ein Thema ich wohl nehme. Und dann kam mir endlich in den Sinn, ob ich nicht doch einfach alles sein lasse. Doch ich bin hier, weil wo bleibt sonst der Spaß? Und letzte Nacht kam ein kleiner Teufel und säuselte mir ins Ohr hämisch und leis, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und ohne es zu wissen, gab er mir den genialen Hinweis, dass ich nicht die Einzige bin, die nichts weiß. Sie sagen, du weißt alles, wenn du zur Uni gehst und Fachwörter vorwärts und rückwärts kennst. Doch ich sag dir, pass du lieber auf, dass du dein Leben nicht verpennst. Sie sagen, du bist erst gebildet, wenn vor deinem Namen ein Doktor prangt und yes, dann kannst du stolz sein, denn dann hast du ja geschafft, was dein alter Herr hat von dir verlangt. Doch ich sag dir, wir Menschen, wir sehen uns nach mehr. Wir sehen uns nach Freiheit und Leichtigkeit, mit der wir in die Welt hinausziehen. Es ist mehr, es ist so viel, doch wir verstehen nicht und schnell verlieren wir unser Ziel. Wir alle haben in unserer gut strukturierten Welt unsere Pflicht und ganz autonom, wie Roboter. Mit kognitiven Fähigkeiten lassen wir uns von einer elementarisch perfekt organisierten Gesellschaft eingrenzen. Wir lassen uns vollstopfen mit Fachwörtern und enden mit einer zerebralen Insuffizienz. Ist euch eigentlich bewusst, wir brauchen jetzt sogar schon zum Leben eine Lizenz. Wie traurig ist das denn bitte? Und wenn unsere geistige Agilität dann schon vor Erschöpfung strotzt, dann ist das nicht mehr kompensierbar. Und dank der darauf folgenden Restriktion ist dann unsere Sensomotorik mit dem Visuellen auch nicht mehr komprimierbar. Die Responsion, okay, ich lasse das jetzt, die Reaktion auf diese gebildete Sprache, das ist dann wieder diese ganz andere Sache. Wie oft habt ihr das allein heute schon gehört? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Sogar Sokrates hat uns das schon gelehrt. Du weißt, dass du nichts weißt und wir wissen, dass sie nichts wissen. Du denkst nicht daran, aber wenn du sagst, ja, ja, du weißt, dann weißt du eigentlich gar nicht, was das heißt. Du glaubst, dass du weißt, was du denkst, dass du weißt, aber du weißt nicht, was du glaubst, dass du denkst, dass du weißt, denn wie schon gesagt, du weißt eben nichts. Denn die ganze Welt ist relativ, ja, sogar der von den Deutschprofessoren anerkannte Imperativ. Aber durch die Straßen zu laufen und zu schreien, ich weiß nichts, ist keine gute Lebenseinstellung. Außerdem landet man dann ganz schnell als Fahndungsziel in der Zeitung. Also habe ich ein Gedicht geschrieben, ausnahmsweise auch selbst erdacht. Und es ist nur ein Gedanke und ich habe das mal gemacht. Ob vernebelte Sicht oder klar bei Verstand. Wir Menschen sehen nicht über den im Kopf angepflanzten Rand. Könnte ich nur fliegen oder könnte ich ewig leben? Du musst doch, Entschuldigung, wir leben, wir tun aber nichts, naja, außer reden. Du musst doch wissen, dass es mehr sein kann. Wo und wie ist so egal. Wichtig ist nur, wann fängst du an? Danke.